Die nächste Gruppe ist auch schon fertig. Unsere Jugendlichen beschäftigen sich tatsächlich auch regelmäßig mit wirklich auch ernsten Themen. Zum Beispiel die nächste Gruppe hat sich mit dem Problem beschäftigt, mit dem Erkennen von Fake News im Internet und haben sich eine Idee überlegt, wie man dagegen vorgehen kann, dieses zu flaggen, dieses zu erkennen. Von daher einen ganz tollen Applaus für Political Block. Wir haben einen Political Blog erstellt. Wir sind Mr. Tuxa und ich, also Lou. Wieso haben wir sie erstellt? Wir wollten unwissende Menschen warnen vor Fake News und wir wollten die politische Manipulation von LeserInnen vermeiden. Außerdem wollten wir Zeit ersparen beim Recherchieren oder Gucken von Alpaka-Videos. Das Endprodukt wird in der Firefox-Extension landen, die halt Fake News blockt, das heißt die einzelnen Artikel. Das wird es auch Open Source auf GitHub geben und im Firefox Store dann noch. Wir haben folgende Technologien verwendet. Nix, das ist ein deklarativer Paketmanager. Das heißt, man kann da seine Abhängigkeiten eingeben und unter jeder Linux-Distribution synchronisiert zusammenhalten. Das ist manchmal echt kompliziert. Wir haben Node.js verwendet, um TypeScript zu JavaScript umzuwandeln. Hier haben wir noch ein Beispiel. Das ist ein TikTok. Da steht, was man sich lesen kann: wichtige Einmeldung, Teilnahme bei JugendHackt ab sofort nur noch mit Katzenohren erlaubt. Hier haben wir unseren PowerHigh. Wenn man da draufklickt, aktivieren wir unsere Blocker. Und der bekommt dann einen roten Rand, das Fake-TikTok. Ist leider fake, tut mir leid. Ja. Wir haben noch Sprachauswahl, also Deutsch und Englisch. Englische Webseiten müsste man auf Englisch dann stellen, um das zu erkennen. Unser Ausblick ist auf jeden Fall erstmal, das Projekt zu Ende zu stellen und dann noch eine vertrauenswürdige Datenbank aufzubauen mit Daten von Fake News. Das war's.